Thank you.
Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist endlich kühler. Jawohl. Und ich hoffe, ihr hattet einen wundervollen Start in die Woche gestern, obwohl ich nicht da war. An mir wird es nicht liegen, glaube ich. Mein Start war recht gut gestern. Sehr viel gemacht. Sehr brav gewesen, wie immer. Ich bin immer brav. Streichel, streichel. Ihr sicher auch. Und ich würde sagen, legen wir heute gleich los, ohne wieder viel herumzureden. Wir haben hier unseren Wallewudel. Gesicht soweit mal vorbereitet, Körper geformt, Hände vorbereitet, in der Mitte schön festgefilzt. Und nach mehreren Blicken auf ihn kam ich zu dem Schluss, die Hände sind einfach noch zu groß. Hinten noch zu lang und auch die Arme sind mir etwas zu lang, weil wenn ich das hier auflege, dann gehen die Finger bis da nach unten und da kann er sich eigentlich im Stehen schon fast an den Zehen kratzen. Das ist einfach, das passt nicht. Das ist von den Proportionen her nicht ganz optimal für das, was ich mir vorstelle. Für ihn ist wahrscheinlich praktisch, wenn es ihn juckt auf den Zehen, braucht er sich nicht weit bücken, aber so war es nicht gedacht. Deshalb werden wir die Hände jetzt hinten kürzen, so einen guten Zentimeter. Vorne auch noch weiter nach vorne arbeiten, damit die Hand einfach so ganz so kürzer wird. Und auch den Arm werde ich um einen Zentimeter kürzen. Dann passt's wieder. Behaupte ich jetzt mal. So, da. Also, schauen wir mal. Ein Zentimeter ist hier. Zack. Ups, Entschuldigung, das war zu laut. Kürzen wir hier mal ab. Und das gleiche auf der zweiten Seite. Hände nicht durcheinander bringen, ich kenne mich sonst. Sonst versuche ich vielleicht Hände verkehrt rum zu montieren und dann hat er auf einmal die Daumen nicht so, sondern so. Also. Ein Zentimeter ist ungefähr hier. Schnipp. Und hier nehme ich einfach jetzt mal, da steht ein bisschen was drüber, einfach mal so grob gemessen hier den hinteren Teil weg. Ich liebe das Teil. Schneidet durch alles. So. Schneidet gleich die Wolle mit und den Draht und alles drum und dran. Braves Werkzeug. So. Ja, wobei, da kann ich sogar noch ein Stückchen tiefer, sonst verfälscht das. Moment. Gemessen an den Fingerspitzen. Ich habe mich da jetzt ein bisschen verwirren lassen, weil ich da noch nicht so weit runter gefilzt habe. So. Aber jetzt. Aber jetzt. Also, nochmal konzentrieren, sonst mache ich jetzt Blödsinn. Ich weiß das. Wenn man die Hand so auflegt, ist der Daumen außen. Also, hier ist der Daumen außen, das heißt, das ist die. Und hier ist der Daumen außen, das ist dann die. Geschafft.
Ach Gottchen. Ach Gottchen, ach Gottchen. So, da. Nehmen wir uns mal die Filzunterlage her. Ja, das verfälscht da drüben, weil ich da noch nicht so tief gefilzt habe. Okay. Genau. Wenn ich das jetzt da drauf ziehe, wo ich es mir ungefähr hindenke, dann schaut das besser aus. Du gehörst da noch ein bisschen höher. Ne, du bist ein bisschen schief. So. So können wir ungefähr. Dann ist das besser. Dann ist das besser. Gut. Ziehen wir es nochmal ab und machen wir jetzt mal vorne die Hände, damit mich das nicht ständig wieder verwirrt. So. Also das weiter nach vorne ziehen. Und wir gehen hier. Dann sieht es besser. Also, wenn wir hier die Hand haben, hier haben wir ja schon angedeutet, Unterarm mal ein bisschen überfilzt und das ziehen wir jetzt noch weiter nach vorne. So, ein bisschen hautfarbene Wolle. Zerlegen wir mal gleich in zwei Hälften. Brauche ich so viel? Nein. Zerlege ich nochmal. Nochmal in zwei Hälften. Annähernd gleich lege ich mir mal zurecht hier. Du kommst wieder auf die Seite. Und ganz wichtig, ich will ja was sehen. Es sind wieder kleine Teile. Ich sehe was. Schön. So da. Also, die Fingerchen wieder ein bisschen weiter vorne übereinander. Also den kleinen Finger ein bisschen nach oben. Den Daumen noch ein bisschen nach innen. Und ursprünglich hatten wir gesagt, 3 cm die Hand. Und ich werde es aber jetzt vorziehen auf 2 cm. Also 3 cm wäre eben hier gewesen. Da, wo es jetzt gerade endet. Und ich gehe jetzt 1 cm weiter nach vorne. Was natürlich auch heißt, dass ich das auf meinen Aufzeichnungen anpassen muss. Und ein bisschen auf die Seite hier. Das sind dann, die Hand ist nicht 3, sondern 2 cm. Zack. Und der Arm ist jetzt nicht mehr 7. Sondern 6 cm. Schulter mit 3 cm bleibt gleich, da hat sich nichts verändert. So. Dann kann ich das immer nachvollziehen und alle Figuren, die ich danach mache, kann ich mich an dem orientieren. Also. Erneut. Finger vorne ein bisschen zusammenziehen. Dann legen wir die Wolle wieder an, wie wir es ja schon gewohnt sind. Filzen es an und ich habe eine neue rote feine Nadel. Habe ich mir am Wochenende besorgt. Meine Mama hatte noch Vorrat. Ganz vorsichtig diesmal. Und dann drum herum. Schön eng.
Nehme jetzt trotzdem lieber die gelbe. Ich möchte ja, dass die neue Route auch jetzt wieder möglichst die nächsten 3,5 Jahre hält. So sollte ich wieder sehr vorsichtig und pfleglich mit ihr umgehen. Dann wird sie mir auch möglichst lange gute Dienste leisten. So. Dann den kleinen Finger wieder nach außen. Und den Daumen auch. Und dann messen wir mal nach. 2 ungefähr. Bisschen da noch auf der Seite. Bevor ich den kleinen wieder nach außen pick. Und hier noch auf der Seite. Und dann den Daumen nochmal nach außen. Ein bisschen vorne. Jawohl, das sind die 2 cm. Von der Mittelfingerspitze bis nach unten. Hier, hier wo der Filz dann anfängt. Dann der zweite. Finde ich echt interessant. Finde ich echt interessant, wie das manchmal optisch anders ausschaut und wenn man nachmisst, dann gar nicht so unterschiedlich ist. So, also. Es ist nur ein Fitzelchen unter dem 3er und trotzdem wirkt es, wenn man es nebeneinander hält. Ja. So unterschiedlich. Jetzt müssen wir bis da nach vorne. Also eh bis hier ungefähr. Also auch hier die Fingerchen vorne wieder näher zusammen. Wärmer. Ums Fitzelchen auch mehr Material zum Umwickeln brauchen. Wenn man da wirklich um so ein ganz kleines Stückchen, 2 mm oder was, da weiter hinten sind. So, also bis da nach vorne will ich. Also fühlt sich hier mal an. Ja. Hier. Dann wieder schön drum herum wickeln. Braucht doch nicht so viel, das kann ich wieder wegreißen. So. Und wieder festfilzen. Da merkt man halt wirklich, wenn man mit der Nadel reinpickst, dass da viel Draht drunter ist. Auseinanderziehen. Das 2, hier. Scheinbar bin ich bei der Hand immer so vorsichtig, ich weiß nicht wieso. Bin da immer ums Fitzelchen zu weit hinten. So.
Aber jetzt. So, hier auf der Seite noch ein wenig fester. Guten Morgen, Lore. Natürlich schon wieder bei der Arbeit. Wo sonst? Was machst du heute Schönes? Den kleinen Finger wieder nach außen. Den Daumen auch wieder nach außen. Nochmal nachmessen. Jetzt sind wir bei den zwei. So, dann werden wir jetzt mal die Handflächen machen. Schwind mir da nicht drin, ein kleiner Finger, du bleibst da. So, dann. Dann nehmen wir uns noch mehr hautfarbene Wolle. Das werden wir auch noch mal halbieren. Sehe ich da schon wieder? Ja, das sehe ich schon wieder. Da hat sich eine dunklere Faser reingemogelt und jetzt finde ich es nicht mehr. Wo ist sie hin? Ah, da ist jetzt. Erwischt. Na, da hast du eh noch einiges vor dir mit dem Biomüll. Ja, es ist halt eine ordentliche Hecke. Da kommt schon was zusammen. Ist auch noch irgendein Einschluss, den muss ich auch noch rausholen. Komm her. Fuß. So. Also, ein bisschen was von der hautfarbenen Wolle. Wieder ein bisschen auseinanderziehen, dass wir da so einen breiteren Strang haben, der dann ungefähr Handflächenhöhe hat. Also nicht von meiner, sondern von da unten. Also ungefähr die Hälfte von dem, was jetzt noch an Fingern raussteht. So. Das fädeln wir jetzt zwischen den langen Fingern und vorne dem Daumen hier ein. Ja. Hier schön einfädeln. Dazwischen durch. Und dann mit der feinen Nadel ganz vorsichtig hier mal ein bisschen anfilzen. Soweit sie sich lässt. Anfilzen die liebe Wolle. Damit wir sie dann hinten herumführen können. Am kleinen Finger wieder vorbei. Und nochmal zwischen Daumen und Zeigefinger hinten. So.
Nehme jetzt doch wieder die mittlere Nadel und das filzt mir jetzt schön fest. Und hier beim Handgelenk schön zusammendrücken, während wir hier filzen. Sonst fächert sich da unten wieder auf und das Handgelenk ist dann keins mehr. Ich gehe noch mal ein bisschen näher. Und hier schön fest reinfilzen. So richtig zwischen den Fingern. Da geht es noch am besten an den Fingern, wird man sofort wieder merken. Da ist der Widerstand durch den Draht. Aber zwischen den Fingern geht das recht gut. Dann drehen wir die Hand um. Selbe Spielchen hinten. So, aufpassen, wenn man da reinfilzt, dass es die Wolle nicht gleich wieder komplett nach vorne zieht. Also filzen wir es lieber mal da oben ein bisschen besser an. So. Und wie üblich natürlich aufpassen. Wo ist die Nadel? Wo wollen wir filzen und wo sind die Finger, die das Ganze festhalten? Ich versuche es jetzt ein bisschen schräg auch noch an den Fingern festzufilzen. So. Den kleinen Finger muss ich dann noch ein bisschen freispielen. So. Und hier nochmal so richtig schön rein. Das soll wirklich halten. Also wirklich von allen Seiten versuchen, da rein zu pieksen. Zwischen den Fingern, an die Finger ein bisschen dran, wo es halt geht. Dass das da stabil wird. Die Finger da nicht mehr auseinander streben. Die sollen da schön zusammenbleiben. Versucht der Ringfinger ein bisschen abzuhauen. Das werden wir ihm gleich mal ausreden. Da versuche ich es von schräg jetzt mal. Um da wieder näher ranzukriegen. So. Für den Anfang hält es mal. Dann machen wir das gleiche bei der zweiten Hand. Wir nehmen wieder die hautfarbene Wolle, ziehen es wieder in ein so ein breiteres Bändchen. Und es ist da wirklich so von Vorteil, dass das eine Wolle ist mit wirklich schönen langen Fasern. Und das ist für das optimal.
Prost. Habe mich natürlich auch heute wieder gut mit Trinken eingedeckt, auch wenn es nicht so warm ist. Aber Trinken ist wichtig. Vor allem, wenn man so viel redet. Habe ich festgestellt. So. Händchen schön breit gezogen, in ungefähr der Höhe von der Handfläche. Das fuddel ich jetzt da wieder zwischen Daumen und Zeigefinger. Versuche sie mal zu fixieren. Ja, da geht es ein bisschen leichter. Da ist der Finger, der Mittelfinger scheinbar ein bisschen breiter gewickelt. Unten, da kann ich es besser anfilzen. So. Dann wieder drum herum führen. Zwischen Daumen und Zeigefinger hier durch. Dann geht es nochmal aus. Hier wieder durch. Und dann schön festfilzen. Da auch natürlich wieder unten das Handgelenk festhalten. Und hier schön anfilzen das Ganze. Der Rückseite. Da wieder achten, dass man nicht zu weit nach unten kommt. Da muss ich jetzt aufpassen, da muss ich relativ knapp halten, nicht dass ich mich wieder piekse. Wieder ein bisschen von innen. Bisschen seitlich. Den kleinen Finger ein bisschen zurecht zu bündeln und alles schön zusammenfilzen. So. Aufpassen, es ist wirklich viel Draht da jetzt drin in der Hand. Und da spüre ich auch, wenn ich dann jetzt nicht aufpasse, könnte mir sogar die gelbe Nadel brechen und das möchte ich auch nicht unbedingt. Ich habe zwar für alles jetzt Ersatz. Liegt sogar in Reichweite. Aber ich würde gern ressourcenschonend arbeiten hier. Also möchte ich die Nadeln so lange wie möglich behalten, bevor ich sie austauschen muss. So, da. Jo. Jetzt gehe ich nochmal her, leg nochmal hier an und ziehe es nach unten um den Daumen herum. Upsi. Upsi. Bisschen Wolle zerreißen. Wie viel werden wir da brauchen? Eigentlich eh nicht so viel. Sasa. Da reicht wahrscheinlich auch noch die Hälfte von dem hier. Na, kommst du her da?
So. Versuchen wir das mal aufzuteilen, einigermaßen gerecht. So, einmal, zweimal, zack. Das lege ich jetzt in mehreren Lagen übereinander, damit es kürzer wird. Da brauche ich jetzt nicht so viele Fasern, also nicht so lange Fasern und möchte nicht komplett drumherum wickeln. Da möchte ich eigentlich nur von der Innen Handfläche so drüber ziehen und leicht nach hinten, damit ich hier den Ballen ja quasi kreiere und den Daumen damit auch noch stabil, also ein bisschen stabiler mache. Daumen ist ja wirklich ein sehr bewegliches Teilchen. Darf er ruhig ein bisschen Spiel da unten auch noch haben, weshalb ich ihn eben nicht fixiert habe mit den vier anderen, weil die da hinten, die sind fix. Und der Daumen, wie man so schön sagt, der opponierbare, das, da muss schon ein bisschen ein Spiel sein. So. Einmal jetzt noch übereinander. Dann lege ich es hier an. Probiere es jetzt mal mit der feinen Nadel. Wirklich ganz vorsichtig. Nicht mit Gewalt, das bringt nichts. Sondern wirklich schön vorsichtig. Überall dort, wo es halt geht. Wo schön Material da ist. Ziehe es dann hier vorne über den Daumen, hier nach hinten. Nach hinten. Vorsichtig anfilzen. Hier dazwischen, zwischen Daumen und Zeigefinger auch natürlich. Ein wenig schräg. Wir wollen natürlich auch hier wieder, was geht an Fasern, schön versenken. Und das geht auch hier jetzt natürlich mit der feinen am besten. Muss man halt wirklich aufpassen. So. Und hier neben dem Ballen, also hier innen, auch noch schön reinfilzen. Sonst löst sich die Wolle. Das wollen wir natürlich nicht. Und natürlich auch am Ballen, da soll es ein bisschen besser gehen, weil den Daumen haben wir ja ein bisschen dicker auch gewickelt. Und je mehr Wolle natürlich drauf ist, desto mehr Material hat man, wo man die andere Wolle reinschieben kann. Und aufpassen, wenn ich da so gestikuliere, nicht, dass ich mich dann versehentlich reinpiekse. So. Da geht halt wirklich nichts mit Hudeln, da muss man schon vorsichtig und genau arbeiten. Und wie üblich hoch konzentriert.
Checken wir mal. Ja. Der Held hat ein bisschen Spiel. Wir haben da unseren Ballen. Selber jetzt noch beim zweiten, da sieht man jetzt noch, da ist noch der größere Spalt, da ist noch ein bisschen mehr Spiel, wenn man da herumfuddelt. Und auch das werden wir jetzt ändern. Klopfen uns das kleine wieder in mehrere Lagen hier noch kleiner, das Wollstückchen. Ja, schön Lagen übereinander legen, dass das dann schön gepolstert wird. Legen es hier an, filzen es auf der Hand, Innenfläche wieder an, vorsichtig, ganz vorsichtig. Man spürt da ständig, wo man auf den Draht darunter trifft. Und dann gleich wieder nachgeben, sonst tut's die Nadel. Das nachgeben und dann bricht sie, wenn man Pech hat. So, hinten auch wieder das Ende hineinfilzen in den Handrücken, indem wir es hier drüber gezogen haben über den Daumen. Dann schön hier überall fixieren und anfilzen, wo sich's halt gut lässt. Und natürlich auch wieder anballen. Und schauen, dass wir alle Fäden, die da so wegstehen, wieder schön einarbeiten. Das dauert jetzt wieder ein bisschen. So, gut auf die Finger achten, auf die eigenen und auf die, an denen wir da herumfilzen. Die Nadel wieder schön schräg halten, damit die Fasern verschwinden, ohne dass man sie ständig hin und her durchpieksen. Was hier zwar eh schwer ist, weil durch den Draht komme ich kaum bis ganz nach hinten durch. Immer nur dort, wo ich es wirklich zwischen den Fingerchen erwische. So. Und auf der Rückseite noch schön. So. Das ist halt wirklich so eine Fitzelarbeit. Aber wir haben es bald. Und dann können wir die Hände auf den Armen montieren. Hier noch ein bisschen schräger. Von hinten nach vorne, damit sich die Lücke da wirklich schön schließt. Da
kann ich gerade ein bisschen schneller, weil ich wirklich nur in der Außenschicht unterwegs bin. Da ist kein Draht. Muss man halt wirklich aufpassen, wo man da gerade herumsticht. So, und dann vorsichtig nochmal in die Richtung. Da merke ich, da komme ich dann immer wieder an den Draht. So. Aber jetzt. Wie nehme man denn? Wie greife ich hin, dass ich da halt rankomme? Ja, ich glaube, das können wir mal so lassen. So. Daumen, 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 Daumen. So können wir. Daumen hier, Daumen hier. Also quasi. Meine Wudels. Einmal hier. Schön hineinfahren. Na, schaut gleich ganz anders aus, ne? Als noch am Anfang. Und hier. Auch bis nach vorn. Gut. Sehr gut, sehr gut. Und jetzt packen wir auch den Wallewudel weiter ein. Dazu nehme ich jetzt ja, erstens mal wieder eine größere Bastelfläche ein. Richte mich wieder in eine angenehme, aufrechte Position auf. Ich bin drauf gekommen, ich neige dazu bei diesen kleinen Sachen, da werde ich immer kleiner, kleiner, kleiner und komme so dicht dran und dann tun wir das Kreuz weg. Also. Wieder schön ordentlich gerade hinsetzen. Nehmen jetzt mal weiße Wolle. Jetzt nehmen wir das da gleich in zwei Stränge. Ein paar kleine Einschlüsse, die holen wir raus. Wie auch schon öfters erwähnt, das geht bei mir mittlerweile schon automatisch. Ich sehe was, was nicht reingehört und dann hole ich es raus. Selbst dort, wo es eigentlich gar nicht stören würde. Du bist noch zu groß, du kommst sicher beim Filzen dann raus. Na, ist das jetzt hingefallen? Rein. So. Aber jetzt. So, das ziehen wir uns wieder ein bisschen länger. Ups. Das hat sich zerlegt. Einfach übereinander legen und nochmal ein bisschen auseinanderziehen. Weil das will ich jetzt hier am Unterarm noch anfilzen, damit ich von hier ausgehend weiter um den Arm herum, über die Schulter bis dann nach oben mal wickeln kann, mal eine Grundlage hier habe, im wahrsten Sinne des Wortes. Da wird sich natürlich die Hand jetzt fröhlich noch drehen, weil noch ist ja da nichts fix, ist ja nur drauf gesetzt. Das ist hier jetzt mal einfach die eine Seite einmal an.
von diesem Bändchen. Geh einmal drum herum. Um die Hand. So. Sie ist hier schon mal möglichst fest. Ist gerade ein bisschen tricky. So. Also hier wirklich das Ende von diesem Handstück, das wir mit dem Weißen schön verbinden, das mir jetzt dooferweise schon ein bisschen zu weit nach oben gerutscht ist, macht aber nichts. Ziehen wir einfach wieder ein Stück da drüber. Fixen es da wieder an. Und da wirklich schön fest. Aufpassen mit der Nadel, wir haben jetzt den Draht aus dem Handteil. Und natürlich auch noch den Aludraht drunter. Aber hier jetzt wirklich fest filzen, dass man auch merkt, dass es nicht mehr ganz so leicht dreht, dass nicht mehr so viel Spiel ist zwischen dem Aludraht und dem Messingdraht aus dem Handteil. So, einmal gehen wir noch fest drumherum. Ups. Da versucht er zu flüchten, nutzt aber nichts. So, nochmal hier rein. Wo geht's denn? Da geht's. Da soll's auch gehen. Ja, da geht's auch. Schön fest reinpieksen. Da gerne auch mal so richtig durchpieksen, dass am anderen Ende rauskommt. So. Ja, das Weiße hält hier mal. Dann gehe ich hier fest, Hand gut halten, ja? Gehe ich hier fest mal rundherum, um den Arm. Immer weiter, immer weiter. Und noch weiter und noch weiter. Komm, geh durch. Lass dich herumwickeln. Ja. Und weiter über die Schulter. Das Schulterteil entlang. Und eben das ist einer der Gründe, warum ich noch keine Haare, noch keine Ohren montiert habe. Weil hier habe ich wesentlich mehr Spielraum jetzt noch da mit einer Wolle vorbeizugehen, ohne dass ich mir das Ohr umklappe, ohne dass ich mir die Haare da wieder vom Kopf runterziehe oder irgend sowas in der Art. Deshalb ist er noch ein ohrloser Glatzkopf, mein süßer Wallewudel. So, da. Immer weiter drumherum. Da löst sich es eh schon halb auf. Und das Ende fühlt sich jetzt einfach hier am Körper mal fest. So. Ohne viel Damm-Damm einfach da mal reingefilzt. So. Dann kann ich jetzt diesen Anfang auch noch schön, ich drehe mal die Unterlage um. Seht ihr was? Ich hoffe. Gehen wir mal ein bisschen näher. Was hier jetzt noch so weich ausschaut, kann ich jetzt richtig fest auch nochmal filzen. Dass das schön eng am Aludraht aufliegt. So.
Einmal umdrehen, das Ganze natürlich auch von der Rückseite. Und was wir natürlich auch gleich machen, ist unten jetzt auch nochmal so richtig fest hier reinfilzen in den Unterarm, eigentlich schon in den vorgefertigten, dass das auch nochmal dichter wird und sich jetzt schön auch um den Aludraht herumlegt. So, können die Hand ruhig ein bisschen drehen, es wird ein Spiel bleiben, damit sich die Hand eben auch drehen kann. Aber wir werden es nochmal in die Gegenrichtung dann wickeln, damit die Hand nicht die permanente Tendenz hat, sich immer nur in eine Richtung wegzudrehen. So. Schön rein. Schön fest. Vorher haben wir es ja noch locker gelassen oder lockerer gelassen, damit wir eben den Aludraht noch reinschieben können. Oh, ups, ich habe die nicht so lange überlesen. Ich war schon wieder so konzentriert. Einen wunderschönen guten Morgen, rote Orchidee. Grüß dich. Immer so schlimm, ich versink so in der Arbeit und dann kriege ich nichts mit. Dann geht es immer hoppala. Plötzlich ist es da. Eieiei. So da. Also hier bis nach vorne, wo die Hand beginnt. Rundherum nochmal schön reinfilzen. Die Hand kann man ja biegen. Also kann man es schön in alle Richtungen jetzt mal auflegen und da schön reinfilzen. Ein bisschen seitlich drehen, von der Seite natürlich auch. Natürlich nicht aus den Augen verlieren, wo ist denn nun überhaupt unser Handgelenk. Aufpassen, dass sich jetzt nicht runterschiebt. Hier innen natürlich auch. Mach das. Ich bin hier. Bin auch noch hier, wenn du wieder zurückkommst aus der Küche. Wieder aufpassen. Er trat da drunter. Man merkt ihn. So. Hier noch ein bisschen enger. Mal spüren. Das Ende vom Aludraht sollte wirklich hier am Ansatz von der Hand sein. Wenn man da greift, spürt man es durch. Dann passt's. So. Dann gehen wir zur zweiten Hand mal über. Oder? Wickeln wir zuerst die. Ne, machen wir zuerst die zweite Hand und dann gehen wir da lagenweise auch noch drüber. So. Biegen wir wieder nach unten. Können wir da gut vergleichen. Oder eher auf der gleichen Höhe sind. Jo. Jo, jo. Also auch hier wieder ein wenig auseinanderziehen.
Da lacht mich schon wieder was an. Und nochmal, Prost. Habe auch nachher wieder meinen Krug hinten stehen, kann ich nachfüllen. So. Also auch hier. So haben wir angefangen. Man sieht eben, dadurch, dass wir so gewickelt haben, neigt die Hand jetzt dazu, dass sie sich nach innen drehen will. Wenn wir dann nachher in die Gegenrichtung wickeln, also so ansetzen und so wickeln, dann hält das dagegen, während zieht es einmal in die eine, einmal in die andere Richtung. Ich habe zwar das Spiel noch drinnen, aber von alleine verdreht er sich nicht. So, das heißt, wir haben nach innen angefangen, dann machen wir das da auch nach innen mit dem Wickeln. Also, hier anlegen und wieder hier am Rand anfilzen. Dann hier mal um den Unterarm hier schön eng drum herum legen. Ich drehe es wieder rüber. Da geht es leichter. Und wieder anfilzen, damit dieses Weiße wirklich schön auf dem Unterarm hier mal hält. Schön hier eingearbeitet wird. Sie noch mal. So. Schön fest drumherum. Und du bleibst da, du haust da nicht ab. Mal fühlen. Ja, Alu-Draht ist da vorne bei der Hand. Auch noch ein bisschen fixieren. Ja, da komme ich besser durch. So. Und dann wieder schön fest herumwickeln. Streck mal das Ärmchen ein bisschen weg, mein kleiner Freund. So, drumherum, 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 über die Schulter. Nochmal. Einmal geht noch. So. Und den Rest lege ich auf die Brust und filze dort fest. Einfach damit es mal hält. So dann.
So, man sieht auch da, da hat sich die Hand eigentlich von selbst schon wieder nach innen umgedreht. Bringen Sie jetzt nochmal nach außen. Schnappen wir uns noch mehr weiße Wolle. Dass nicht ein bisschen viel ist. Oh, das sehen wir dann eh gleich. Lieber zu viel als zu wenig. So. In diesem Fall. So, das war jetzt so gewickelt. Jetzt wollen wir es in die Gegenrichtung wickeln. Also, diesmal so anlegen, dass die Wolle jetzt nach außen zeigt. Hier wieder anfilzen das Ende oder den Anfang. Das ist eine philosophische Frage. Aber nachdem wir erst anfangen zu wickeln, würde ich mal sagen, es ist das nicht das Ende, es ist der Anfang. Selbst auf den Leim gegangen. So, und dann wickeln wir wieder fest und diesmal jetzt in die Gegenrichtung. So. Von außen nach hinten, von hinten nach von innen. Und das wieder, ne, das passt nicht vom Material her. Das hier schön wieder um die Schulter herum. Drum herum. Noch einmal rundherum und diesmal können wir es am Rücken anlegen. Und filzen das Ende in den Rücken hinein. Dann natürlich auch wieder aufpassen, darunter spürt man gleich. Zack, zack. Da ist der Draht aus der Wirbelsäule. Oder sagen wir so, die Drähte aus der Wirbelsäule, weil es sind ja, was haben wir, wir haben es aus dem Hals, wir haben es einmal Fussi, zweimal Fussi, ja, also sind es drei ziemlich verdrehte Drähte. Was? Verdrehte Drähte? Ach Gott, schlimm mit mir. Tada. So, jetzt habe ich mein Spiel da unten bei der Hand. Dreht sich natürlich immer wieder leicht zurück, je weiter ich darüber gehe. Aber sonst hält es. So. Hier natürlich auch wieder. Anlegen, wieder nach außen, hinten. So kann man. Also, zweiten Strang vorbereiten. Hallo Kairos! Grüezi! So, da ist noch ein bisschen was drin. Hol mal raus. So, dann
Strang soweit bereit. Nach außen hin anlegen. So anfilzen. Mal hier da. Jetzt fällt mir nur auf, ich habe da vergessen, dass ich da noch schön dicht filze. Das machen wir auch gleich. Der Kai raus. Bin immer froh, wenn er mal ein bisschen hier helfen kann. So, hier fest reinfilzen. Streck mal das Ärmchen. Dann kann ich hier von der Seite auch noch ranfilzen. Und hier unten. Schön das Handgelenk vorne auf. Bin echt gespannt, wie lange die noch mitmacht. Die habe ich ja bis jetzt wirklich am meisten verwendet. Die Nadel. Und die schrammt ja auch so oft. Direkt am Draht vorbei. Aber tut noch immer brav ihren Dienst. Bist schon auf den Schweizer gespannt? Na, und ich erst. Ich freue mich schon so auf den. Ja, genau, das Drehbuch musst du unbedingt zu Gemüte führen. Dass dich da gut drauf vorbereiten kannst. Hab da nämlich extra einen Schweizer mit eingebaut. Ich sag nicht wieso, weshalb, warum und was der macht. Aber der wird super. Ich stehe nämlich total auf dieses. Sowohl aufs wirkliche Schweizerdeutsch, als auch wenn ich es kaum verstehe. Ich habe mal angefangen, mich ein bisschen damit auseinanderzusetzen, aber. Dauert ein bisschen, bis man da den kompletten Durchblick hat. Und ansonsten dieser Akzent, ich finde den so mega. Ich finde den so mega. Ich finde das so total sympathisch. Oh. So, und dann wickeln wir hier jetzt wieder außen rum. Da gehört noch ein bisschen fester gefilzt. Das steht schon gleich mal so offensichtlich hier weg. Das geht nicht. So, da. Mal schauen. Ich glaube, du versuchst da gerade abzuhauen. Das geht nicht. Nee, 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 nee. Du bleibst da. Zieh mal da. Schön nach oben. So. Also, schön wickeln. Wickeln. Da bleibst.
Um die Schulter wickeln. Da bleibst. Ja, und in den Rücken rein. Hier ist wieder der Knick von der Schulter, den behalten wir natürlich bei. Da haben wir so viel, da gehe ich mal bis nach vorne. Oder ziehen wir es unten rum, ziehen wir es unten rum. Zack, es ist ja wurscht. Irgendwo muss es ja rein, das Material. So. So, und das Teil hier unten noch auf den Bauch ziehen und hier auch jetzt überall anfilzen. So, auch hier. Wir haben das Spiel. Hier gerade noch fester gefilzt. Da können wir den Unterarm noch schön dran filzen. An den Aludraht. So. Habe ich dir das Drehbuch eigentlich schon zukommen lassen? In der letzten Version? Bin mir nicht sicher. Muss ich nachher schauen. Dann können wir die Hände auch nach innen biegen, wenn wir wollen. Nach außen biegen, wenn wir wollen. Die sind jetzt mal montiert. Ich schick's dir dann per Mail. Die Komplettversion mit über 120 Seiten. Gut, da steht aber wirklich alles drinnen. Von der Beleuchtung bis wie schaut jede einzelne Szene aus, wer bewegt sich was, wie, wann, wo und wo, nach wie, nach wer. Aber die Story ist super. Ich finde die Story super. Ich bin gespannt, wie es euch dann gefallen wird. Ich habe jedes Mal Spaß, wenn ich es mal durchlese. Gut, dann oben bist du mal eingepackt. Ja, heute geht ja richtig was weiter. Ist gerade mal 10 vorbei. Optimistisch gesehen ist 10 gerade mal vorbei. Und wir haben die Hände schon montiert. So. Dann ist das Gröbste quasi schon mal erledigt. So, dann nehmen wir einen größeren Strang wieder.
Dann nehme ich gleich so viel und mache einen zweiten noch. Sie denkt schon wieder Hilfe, sie denkt. Die Frau denkt. Ja, ich mache gleich aus dem einen Strang. Jetzt werden wir uns um die Beine kümmern. Um die Füße und Beine. Damit da mal was weitergeht. Das heißt, einen Strang. Schauen wir mal, geht sich das aus? Bist du dann auch ungefähr so lang? Öppi. Hat sich zerlegt. Ich glaube, du bist ein bisschen stärker. Die Kinderchen sind auch mal wieder im Garten. Aber heute haben sie wenigstens Spaß. Beim letzten Mal war ja einer dabei, der war sehr unzufrieden mit der Welt, aber heute haben sie Spaß. So, jetzt soll es aber annähernd gleich sein. So, da. Gut, dann legen wir mal. Und das ist jetzt der Vorteil bei den Füßen durch die Schlaufen. Legen wir hier jetzt mal. Ich drehe es euch mal so. Legen wir hier jetzt mal die Wolle drumherum. Und können jetzt in die Schlaufe rein filzen. Ich nehme jetzt mal die dicke Nadel. Ich gebe mal das Köpfchen ein bisschen auf die Seite, damit die Leute was sehen. Und in der Schlaufe filzt sich das jetzt mal an, also quasi untere Wolllage, obere Wolllage ineinander. Dann hat sich es auf der Seite. Dann hat sich hier schon mal um den Draht herumgelegt. Jetzt abziehen, kannst du nochmal drumherum wickeln. So. Kriegt er gleich schön Material für meinen Fuß zusammen. Filzt das auch gleich wieder fest. Und deshalb musste ich dann noch einberechnen, dass über dem Draht noch Material dazukommt. Und dass die Gesamthöhe von der Figur natürlich dann sich nochmal um den einen oder anderen Millimeter bis Zentimeter verschieben kann. Von unten noch gegenfilzen. Auf die Finger achten. Hier hinten an der Ferse halte ich es fest, damit ich unten in die Fußsohle schön hineinpiksen kann. Und hier ziehe ich es dann nochmal oben drüber. Und zieh schon mal nach hinten das Band hier,
Hält es oben nochmal fest. Hübsch. Soll jetzt nur mal halten, in Form bringen wir es nachher dann. So. Und hier wickeln wir jetzt fröhlich um die Beine herum. Überraschung, wir umwickeln den Draht. Hätte sich keiner gedacht. So, also natürlich auch hier wieder möglichst fest für den Anfang. Hier kann sich natürlich nichts verdrehen, weil das hält der Draht wunderbar aus. Nichtsdestotrotz werden wir dann auch wieder in die Gegenrichtung wickeln mit der zweiten Lage. So. Und wie man sieht, da kann man wirklich mit einem ordentlichen Stück Wolle arbeiten. Man braucht das Material. So. Hier schön über die Hüfte drüber. Und dann legen wir es vorne auch wieder am Oberkörper an. Und filzen es da fest. Da hinten auch gleich anfilzen, was vom Drumherumwickeln ein bisschen gar weich noch ist. Ja. Dann hält das mal. Ja, ist mal umwickelt und hält mal. Das da unten ist alles noch weich, aber das bringen wir dann noch in Form. So, also hier sind wir jetzt wieder so und von außen nach innen. Genau, wenn wir es dann hinten vor und genau. Also, das heißt, wenn wir es jetzt wieder gleich machen wollen, ziehen wir es so. Also quasi so dann gewickelt. Wieder mit der dicken blauen. Oben in die untere Lage hinein, damit sie sie auch wieder drüber legt, über den Aludraht. Dann können wir es ablösen, hier drumherum. Hier wieder festfilzen. Das soll gut halten in dieser Schlaufe. Ja. Dann wieder ein bisschen von der Unterseite. Ist kühl geworden auch bei dir, ne? Aber wenn du schon sagst Tee, Prost. So, da. Dann eben noch mal drüber.
Und nach hinten schon ziehen. Damit wir es wieder dann wickeln können. Und nochmal von oben festfilzen. Das soll wirklich schön halten. Ist zu gut an der Unterlage. Ja. Und dann wieder hier wieder schön um die Beine herumwickeln. Immer weiter und schön fest soll nicht herumschlackern, sondern soll schön am Aludraht drauf sitzen. So, und hier wieder um die Hüfte. So, einmal noch. Aber jetzt, so. Und hier ziehe ich es jetzt einfach mal so quer drüber. Na, lieber mit der mittleren Nadel. Und filz hier fest. Am Rücken natürlich auch. Das, was wir gerade rumgewickelt haben. Damit es hier nicht hin und her rutscht, auch einfach so anfilzen. Kommst du her? Ja, kommst du her? Hab dich. So. Jetzt ist einmal alles soweit grund eingepackt. Jetzt werden wir überlegen, was wir wo brauchen. Mache ich den Hals noch kurz in weiß? Ich mache den Hals noch kurz in weiß. Der ist ja doch auch ein bisschen breiter. Da können wir noch eine weiße Lage drunter packen. Ich glaube, da bietet sich dieses Stückchen gleich gut an. Lege ich jetzt vorne mal auf der Brust an. Und filz es dort an.
Einfach damit es hier mal hält und dann kann ich es schön unten rum herumwickeln. So, gehe hier über die Schulter und wickle hier mal. Da muss es nicht zu fest sein, oder besser gesagt, sollte auch gar nicht zu fest sein, damit die Beweglichkeit gegeben bleibt. So, wickel, wickel. Dann lege ich das Ende hier an, am Rücken. Und filze es da fest. Dann filze ich den Hals ein bisschen an. Ein bisschen ineinander. Von hinten, ein bisschen von vorne, ein bisschen von der Seite. Und dann gehe ich her und filze das in den Kopf und in den Körper. So. Also da den Rand an den Kopf unten an filzen. Und auch hier wieder, hätte ich jetzt schon Haare drauf, dann würde ich mir die Frisur permanent zerdrücken. Und das wäre gerade bei seiner geplanten Frisur sehr kontraproduktiv. Wenn man sich die Konzeptzeichnung anschaut, da stehen ihm wirklich die Haare in alle Richtungen weg, wenn ich die dann ständig fest tackere, bleibt von der Frisur nichts mehr übrig. Das könnte doch noch beim Drehen eine kleine Herausforderung werden, aber ich stelle mich dir. Was wären wir im Leben ohne Herausforderungen von Zeit zu Zeit? Dingen, wo man sich denkt, das könnte ein bisschen schwierig werden. Manchmal muss man es probieren, dann kommt man schon auf eine Lösung drauf. So, jetzt sind wir fast einmal drumherum. Vorne noch ein wenig. Das mache ich natürlich deshalb, wenn ich das nicht mache. Und durch das Bewegen immer wieder würde sich das sonst lösen, die Verbindung. Und dann steht er auf einmal ja, halb geköpft da. Und das möchte ich nicht. Ich stehe nicht auf die Kopfabnummer. Nee, 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 nee. So, also natürlich auch die untere Seite vom Hals jetzt an den Körper filzen. Aus den gleichen Gründen. So. Sieht jetzt alles noch recht schief aus, aber das macht nichts. Das wird natürlich immer besser, immer besser. Da kommt natürlich auch noch Farbschicht drüber. Ich mag ihn. Wirkt zwar noch immer so krass hier, aber... Ich mag ihn. Machen wir zuerst noch den Körper weiter. Also. Nach dem Motto, das gibt Muckis, braucht er natürlich noch viel mehr überall. Der liebe Wallewudel, im Moment ist er noch ein bisschen... Ja,
Unterschlank, das ist ja viel zu wenig, viel zu wenig. Bei starkem Wind bricht er mal sonst ab. So. Mach mal unten Fussi oder mach mal Körper? Mach mal Körper. Mach mal Körper. Da lege ich jetzt einfach ein paar so größere Stückchen. Gleich mal in Lagen übereinander gelegt, damit das gleich mehr Material wird. Hier auf. Soll ein kleiner dicker werden. Und das wirklich liebevoll gemeint. Legen das mal unten beim Bauch an. Und fangen hier an, einen Bauch zu modellieren. Und hier jetzt dann wirklich darauf achten, das filzt man nicht zu fest an. Wenn das wirklich fest gefilzt ist, dann bewegt er sich nicht mehr. Also hier mal die Ränder anfilzen, um die Position zu fixieren. Das kleine Schmutzpartikel hole ich noch raus. Und hier filzt sich zwar schon an, aber nicht zu fest, sondern einfach nur, dass es ein bisschen Halt hat. Aber dass ich hier noch immer, upsie, nicht den Fuß, sondern dass ich hier noch immer zusammenbiegen kann und wieder auseinanderbiegen kann, ohne dass mir die Wolle da im Weg ist. Wenn die zu hart ist, dann geht das nicht mehr gescheit. Dann nochmal so ein Stückchen. Wieder da unten anlegen. Und so eben so einen kleinen Polster da drauf filzen. So werden wir da unten noch automatisch immer ein bisschen breiter. Ja, da gehen wir dann auch noch mit ein paar Lagen drüber. Formen uns dann einen schönen Körper. Na holla. Dreiviertel elf, mein Magen fängt schon an. Ist ein bisschen früh heute. So, und wieder quer, so über den Bauch. Einfach, damit sich diese Schichten ein bisschen verbinden miteinander. Will ihn ja nachher nicht zerrupfen, aber soll halt schön weich bleiben. Soll halt wirklich mit den Bewegungen schön mitgehen können. Fühle ich da noch was? Nee, da sehe ich nur eine schwarze Faser. Oder zumindest eine dunkle. Brust brauchen wir natürlich auch noch ein bisschen mehr. Im Moment schaut er nur aus wie eine Birne mit Ärmchen. Natürlich alles noch viel zu wenig. Dann muss ich die Vorlage dazu wieder herholen. Schon mal ein Stück. Rückenstück. Da ist er, also er sollte halt schon ordentlich was auf den Rippen haben. Halt so ein knuffiger, kleiner, dicker. So soll das sein.
So, paar Lagen übereinander gelegt. Dann oben auf der Brust mal angelegt. Und willst du es mal unter den Schultern an? Dann hier auch wieder die Ränder. Außen. Und natürlich auch hier unten. Und was hier noch übersteht, ein bisschen nach hinten. Und auf der Rückseite anfilzen. So. Hier. Auf der Seite natürlich auch. Dann hier können wir es in Richtung Hals natürlich auch ziehen. Da ist wieder so ein kleines Stückchen. Ui. Wir können es da am Hals natürlich auch oben anfilzen. Einfach so miteinander verbinden. Gerade so, dass es hält. Hier an den Schulterteilen. Und dann natürlich wieder die Brust selber auch. Wieder locker. Es soll dran halten, aber es soll sich fröhlich in alle Richtungen bewegen können, die wir dann so brauchen. Und hier an den Rändern, also an den Seiten wäre ich es noch ein bisschen. So. Zu sehr schlackern soll es halt nicht. Aber eben auch nicht zu fest werden. So, na, wird. Und da sieht man, da geht dann wenigstens auch mal was voran. Nach den ganzen kleinen Teilen geht da ordentlich was voran. So, dann werden wir mal uns ein bisschen mehr um die Arme kümmern, dann um die Beine und dann nochmal um den Körper. Aber mit den Armen fange ich jetzt mal an, dass da auch noch mehr Muckis drauf kommen. Da will ich jetzt mal wieder nach innen wickeln. Zuletzt haben wir ja nach außen gewickelt oben. Nach innen haben wir, glaube ich, angefangen. Dann haben wir nach außen gewickelt, wenn ich mir das so anschaue. Dann wickle ich jetzt halt mal wieder nach innen. Also fühlt sich hier mal ein bisschen an.
entwickle dann dieses breite Bändchen nicht mehr ganz so fest. Also gerade so, dass es nicht schlackert, aber nicht mit dramatisch viel Zug. Hier einfach mal drumherum. Und mache mir so einen Oberarm. So. Mumie. Ja, auch mit dem Wickeln. Gell? Weiß umwickelt, Mumie. Mich gelüstet ja als nächstes dann einen Halloween-Film zu machen. Vielleicht kommt dann eine Mumie drin vor. Aber jetzt mal das. Ich bin immer schon so 2, 3, 4 Dinge weiter. Das ist schlimm. Aber ein Hirn, das ackert die ganze Zeit. Muss immer aufpassen, dass ich mich nicht selbst überhole. Das ist furchtbar. Ich komme hinter mir nicht nach. So, von allen Seiten jetzt mal anfilzen, damit das hält. Und viel fester muss es dann auch wieder nicht sein, damit sich hier auch alles schön biegen lässt. Man Ellbogen abbiegen kann. Hand biegen kann. So. Aber dass dann einfach oben ein bisschen Mucki dran ist. Und die zweite Seite. Da legen wir es mit der Seite an. Die ist ein bisschen breiter. Zweiter Oberarm auch anfilzen. Dann wieder drumherum wickeln. Gleich mit der anderen Seite. Da kann ich sogar noch ein bisschen was wegzupfen. Sonst werden wir vielleicht zu dick auf der Seite und es sollte ja doch wieder so einigermaßen symmetrisch und zwar stimmig symmetrisch sein. So. Das Ende da wieder festfilzen. Dass sich es nicht mehr löst. Hat sich ein bisschen Gelb reingemogelt. So, dann rundherum von allen Seiten auch wieder anfilzen. Ja, von hinten noch. Ein paar Piekser. Und hier unten noch. Dann sind wir, glaube ich, drumherum. Da noch. So, vergleichen wir es mal grob. Ja.
Ungefähr. Was stimmt, darum könnte ich nochmal. Das, was ich weggezupft habe, könnte ich da oben jetzt noch rumlegen. Na, dann machen wir das doch glatt. Fühlt sich hier an. Immer aufpassen, wo sind die Finger, wo ist die Nadel? Wo ist die Wolle? So, das sollte halten. Ja, wo schaust denn du hin? So, geschwind einen Schluck noch nehmen. Prost! Das tut gut. Dann die Beinchen, gib mal die Ärmchen auf die Seite. Na, ich hoffe, das geht sich noch aus. Mit dem Weiß, das ich noch da habe. Sonst verschwinde ich gleich wieder in meinem Bildregal. Das könnte sich ausgehen. Das könnte sich ausgehen. So, ist jetzt ein bisschen sehr unterschiedlich hier zwei. Ich brauche doch, wenn dann zwei annähernd gleich große Stücke. Nee, auch noch nicht. Das probieren wir gleich nochmal. So, also. Einmal zerrupfen, ja. Fühlt sich besser an. Schauen wir nochmal. Ja. Ja. So. Dann arbeiten wir uns hier. Würde ich mal sagen, von oben nach unten. Das heißt, ich lege es hier mal an der Hüfte an. Bild hier den Anfang fest an der Hüfte. Ziehe es hier einmal um die Hüfte herum und wickle hier mal um den Oberschenkel. Wo wir definitiv noch so einiges an Material brauchen werden. Aber das fixieren wir jetzt mal. Was wir haben, das haben wir. Und dasselbe Spielchen auf der zweiten Seite auch. Hier vorne anfilzen. Hier einmal um die Hüfte und dann gleich unten um den Oberschenkel herum und dann festfilzen. Und das hält jetzt natürlich schön, weil wir ja drunter schon die Lage haben, auf die wir das jetzt anfilzen können. Hätten wir das nicht, wären wir direkt beim Draht. Da wird da nichts halten, aber wir haben es auf der Wolle drauf und somit hält das hier. So, wieder ein bisschen was runterreißen.
nochmal zerlegen. Das zerteilen wir auch nochmal. Ja. Gut erwischt diesmal. Das lege ich jetzt hier beim Knie an. Bild es hier fest. Vorsichtig. Wie gesagt, da ist Draht drunter, aber wir haben ja links und rechts Material, wo man es festfilzen kann. Und wickle es jetzt hier um den Unterschenkel. Zack, zack, zack. Rundherum. Und fixiere dann das Ende. Nee, falsch. Das brauchen wir. Nicht durcheinander kommen. Ist nicht so leicht, aber ja. Konzentrieren. Konzentration ist alles. So, hier wieder beim Knie anlegen, anfilzen. Und dann hier drumherum und unten um den Unterschenkel. Da kann ich ein bisschen weniger nehmen. Das wäre vielleicht zu dick. So. Und das Ende schön festfilzen, dass das Gewickel dann nicht aufgeht. So, dann schauen wir wieder. So. Nähernd gleich stark. Die Obel, was ist ein Obel? Die Oberschenkel. Menno. Nein, die Oberschenkel werden wir jetzt auch noch ein bisschen verstärken. Schauen wir mal. Probieren wir das mal so. Anlegen am Oberschenkel. Anfilzen. Drum herum wickeln. Und oben an der Hüfte können wir den Rand wieder reinflitzen.
Na, ich glaube, ich werde noch weiß brauchen. Ich glaube, ich werde noch weiße Wolle brauchen. So, hier hinten. Noch ein bisschen fester. Hier unten werden wir es ein bisschen anfilzen. Hier innen. Einfach mal so quer durch. Hier auch ein bisschen, damit sich mit den unteren Schichten verbindet, die Wolle. So, dann zweite Seite. Jetzt, wir sind so raus. So sind wir rausgekommen. Da müssen wir so rauskommen. Das heißt, so anlegen, so wickeln und dann nach vorne. So. Also. Hier anfilzen. Herumwickeln und von da hinten kommen wir dann nach vorne und können das Ende wieder bei der Hüfte festfilzen. So, hier die Ränder wieder auch anfilzen. Oben Richtung Popo. Den wir dann natürlich auch gleich machen werden. Ja, das wird schon ein Schenkel. Ja, Magen, ich hab's mitgekriegt. Lenk mich da nicht ab. So. So, rupfen wir mal, was wir noch an Weiß hier haben. So. Na, spüre ich da jetzt noch was? Da ist noch was. Aber jetzt haben wir wieder zwei Stück um, die wir schön einarbeiten können. Ja. So, begutachten wir ihn mal rundherum. Ich habe da ziemlich viele Fasern hier abgekriegt, mein Lieber.
So, was fehlt denn jetzt noch alles? Es fehlt noch mehr Bauch. Hier brauchen wir natürlich auch noch mehr Fleisch auf den Rippen. Brustkorb kann auch noch nach vorne gehen. Brauchen noch ein Popo. Bisschen zurechtziehen hier. Womit fangen wir an? Machen wir zuerst Bauch oder zuerst Popo? Machen wir mal Popo. Machen wir mal Popo. So. Also wieder zwei annähernd gleiche Mengen Wolle. Und dann wieder schön Lage für Lage übereinander legen, dass wir da gleich mal schön Material zusammenbekommen. Kann man noch ein bisschen zusammendrücken. Und das legen wir hier jetzt mal als eine Popo-Seite da drauf. Den oberen Rand hier mal festfilzen. Den unteren Rand hinten am Oberschenkel. Dann die Außenränder auch mal anfilzen, um die Position zu fixieren. Einmal quer durch. Einfach nur damit es hält und dann versuchen wir da nehmen wir den? Gib mal das Patschehändchen da nach vorne. So. Und dann versuchen wir da schon mal in Richtung Bopsch vorzuformen. Hier nicht zu fest, nicht zu weich. Gerade das sind natürlich so die Stellen. Da muss sich alles mitbewegen können. Jeden Schritt, den er tut, wenn er das Beinchen nach vorne streckt. Auf der anderen Seite braucht er schön Sitzfleisch, wenn man ihn irgendwo hinsetzt, dass er dort auch hält. So. Also im Vergleich. Hier haben wir schon mal ansatzweise ein Popo, hier noch nicht. Also, zweite Seite. War ja, glaube ich, ja, das müsste das Teilchen gewesen sein. Mehrere Lagen schön übereinander. Na, da schön Material zusammenbekommen. Du gehörst da nicht rein. So. Wird ein bisschen zusammenknüpfen, das Ganze hier wieder anfilzen. Das obere Ende. Das untere Ende hier unten. Rückseite, Oberschenkel. Rundherum zum Position fixieren. Einmal hier und einmal hier.
Dann wieder quer durch und wieder. In Richtung Popo formen. So, hier noch ein bisschen fester. So, hält schon mal, gibt schon mal ein bisschen den Vorgeschmack, wie es dann auch schon wird. Dann gehen wir wieder weiter Richtung Bauch. Schauen, dass wir den jetzt noch ein bisschen nach vorne kriegen. Dann nehmen wir gleich das Stück. Schaut es noch immer aus wie eine Mumie? Ja, es ist immer noch so weiß. Ach jo. Ich glaube, er könnte ein bisschen Sonne vertragen. Er ist viel zu hell. So, legen wir da vorne jetzt drauf. Also auch hier wieder im Material übereinander gelegt. Ah, legen wir noch einmal drüber. Legen das hier vorne an. Stimmt. Hühnchen. Ja, irgendwie schon. So ein nacktes, gerupftes. So, die Ränder wieder festfilzen am Hühnchen. Und auch den Bauch selbst wieder. Aber nach wie vor eher locker, damit sich das dann beim Biegen alles schön zusammenziehen kann. Ein Hühnchen. So. Na, wird langsam ein Bäuchlein. Mal das so schauen. Popobacken werden wir noch ein bisschen nach oben arbeiten. Ja. Nach oben und noch ein bisschen nach innen. Ja, auch noch nach oben. Und ein bisschen nach innen. Rücken gehört auf jeden Fall auch noch ein bisschen mehr drauf. Da gehen wir danach auch noch einmal über den Popo, da wird der auch noch ein bisschen knackiger. So. Testen wir nochmal. Ja. Da kann er sich immer noch
Und der Bauch ist ihm nicht im Weg. Kann sich schön bewegen hier. Dann werden wir mal da oben an den Schultern auch noch Material ansetzen. Da ist auch noch zu wenig dran. Wir brauchen mehr Muckis. Da setzen wir mal so an. Fühlst das mal oben fest an den Schultern. Geh hier herum. Zieh das gleich mal hinten auf den Rücken. Bild's hier fest, auch in die Schulter rein. Vorsichtig, wie ich die Nadel halte. So. Und hier vorne an die Brust ran. Und natürlich auch wieder so ein bisschen quer durch, damit das alles an der Position hält. Ja. Hier ein wenig. Soll ja nicht verrutschen. So. Und das machen wir auch noch. Wie sind wir gekommen? Also so. So anlegen und nach vorne wickeln. So drumherum. Ja. Was ist das? Ja, eigentlich passt. Theoretisch passt's. Praktisch habe ich jetzt irgendwie. Na, passt eh. So. Was nicht passt, wird passend gemacht. Zur Not einfach am Ende ein bisschen in die Länge ziehen. Dann wird der Strang ein bisschen schmäler und dann kriege ich es nochmal drumherum. Und hier hinten in den Rücken rein. Prost! Dankeschön.
So. Auch wieder rundherum reinfilzen, damit es hält. Auch hier wieder nicht zu fest. Auch in den Schultern braucht man natürlich einiges an Bewegung. Deshalb nicht zu fest filzen. Also das am festesten gefilzte ist definitiv der Kopf. Innen um die Wirbelsäule, um diese Dreifache herum. Einfach für die Stabilität. Hier noch an den Unterarmen. Und der Rest ist relativ locker. Deshalb ist in der Regel auch der Kopf recht schwer. Das unten müssen wir dann bei den Füßen ein bisschen gegensteuern. Die werden dann auch wieder recht fest gefilzt. Aber nicht zu fest, damit sich da auch noch ein bisschen was bewegen lässt unten. Aber eins nach dem anderen. So. Oben müssen wir natürlich noch breiter werden. Dann nehme ich jetzt den letzten Rest, den ich hier habe, an Weiß. Ja, kommst du her? Zerlegen wir es mal. Nehmen wir es doppelt. Legen es hier unten mal an. Das Ärmchen ein wenig. So, legen es hier unten seitlich an. Filzen es hier mal drauf. Einfach um hier in die Breite zu gehen. Und vorne. Die andere Seite fixieren. Ups. Und hier ein bisschen mehr Volumen reinbringen. Hier ist jetzt mehr dran. Jetzt ist auch näher am Arm dran, das heißt, das passt so. Da drüben ist der Spalt noch zu groß, ändern wir gleich. Selbes Spielchen wieder. Bisschen mehr Lage übereinander. Ärmchen hoch. Hier anlegen. Dann hier hinten mal anfilzen. Vorne anfilzen. Und hier auch fixieren. Dahin steht noch was weg. Und hier noch.
bisschen vergleichen mit der zweiten Seite, mal nicht unförmig werden. Ja, aber hinten brauchst du auf jeden Fall auch noch ein bisschen was. Bisschen Rückenmuskulatur. Das heißt, ich brauche noch mehr Weiß. Sekündchen. Bin gleich wieder da. Ich verschwinde mal kurz im Filzregal. Upsi. Ui, da bin ich wieder. Weiß liegt immer ganz unten. So. Eh nix. Wille sollte ich vielleicht auch mal putzen. Danke, danke. Zack. Bisschen sortieren hier. Ja, weiß kann man wirklich definitiv nicht zu viel haben, nicht genug haben. Da geht immer einiges weg. So. Mal kurz ein bisschen reinigen hier. Alles rausholen, was da nichts drin verloren hat. Diese kleinen, feinen Einschlüsse. Ein bisschen Heu. Ein paar Fusseln. Kleine Blattstückchen. Aber wie gesagt, ist völlig normal. Dass da noch was drinnen ist. So. Und hier noch ein bisschen. Aber wie gesagt, wenn man sieht, wie die Wolle frisch geschoren ausschaut. Dann weiß man, dass das, was jetzt noch da drinnen ist, wirklich lächerlich wenig ist. Aber so muss es halt sein. Schäfchen läuft nun mal im günstigsten Fall brav draußen herum. Und selbst im Stall ist zumindest Stroh und Heu. Und Wolle ist sehr anhänglich, wie wir ja schon wissen. So. Ein bisschen was da oben drin. Das machen wir nachher. Das machen wir nachher, wenn wir es dann brauchen. Ja. Kümmern wir uns jetzt mal um den Rücken. Immer wieder ein bisschen weiß.
zuppeln sie ein bisschen zurecht, da sind noch so ein paar Fusseln drin. Die nehmen wir auch noch raus. Oh, aber jetzt wirklich. So, da brauchen wir jetzt nicht so viel. Jetzt wirklich nur darum. Ups. Da geht es nur darum, dass wir jetzt dieses flache da noch ein bisschen aufpolstern. Da brauchen wir jetzt wirklich nicht so dramatisch viel. Einfach ein bisschen Wolle in der Breite vom Rücken mal anlegen. Ränder so rundherum anfilzen. Natürlich auch in die Schultern rein, Richtung Hals hinein. An den Flanken anfilzen. Und hier über den Popo und dann hier in den Rücken hinein. Einmal so querbeet. Und unten noch ein bisschen nachformen. Weil du es nach hinten, also von hinten jetzt nach vorne filzen, hat sich das jetzt natürlich wieder ein bisschen verschoben. Das ist halt das, worauf man aufpassen muss, wenn man eben nur so fein filzt, also nicht fest filzt, sondern eher locker filzt. Weil man wieder schauen und kontrollieren muss, wo man dann vielleicht wieder gegenarbeiten muss. Aber dafür hat es eben den Vorteil, er kann sich wirklich gut bewegen. Und das ist und bleibt einfach bei dieser Figur das Um und Auf. So. Hier müssen wir jetzt auf jeden Fall noch die Hüften müssen wir noch um die Popo backen. So. Und gleich. Das heißt, wir gehen hier jetzt seitlich noch. Hier drüber. Ziehen es hier über die Popo-Backe und fixieren es da hinten. Schauen wir mal da hinten an. So, hier und hier an der Seite. Gib mal das Ärmchen, damit man sieht. Also hier an der Seite ist das eine Ende. Hinter der Popo-Backe ist das andere Ende und hier filzen wir drüber und gehen auch hier nochmal Richtung Rücken rauf.
Ja, natürlich Richtung Oberschenkel. Hier drumherum. Und den Rest wird dann sowohl Farbschicht als auch Hose überdecken. Das heißt, noch genauer müssen wir da unten nichts ausarbeiten. So. Das hält. Und die zweite Seite. Ja, was hat sich da rein verirrt? So, da. Hier wieder. Hier anfilzen. Hier rüber. Über die Popobacke. Hier oben. Position fixieren. Ich glaube, da gehe ich aber auch noch mal ein bisschen mit Material drüber auf der Seite. Ist ein bisschen wenig. Gib mal weg, du machst mir Schatten. Hier runter, Oberschenkel. Hier dann noch mal fester. Da juckt's am Auge. So. Da fehlt noch ein bisschen was. Da ist noch eine richtige Delle drin. Die mag ich da nicht. Einfach aus Prinzip. Wenn schon, denn schon. Da lege ich jetzt einfach so eine Schicht da drüber. Und filzt die da jetzt noch fest. Ich hätte ja heute richtig Lust, mal länger wieder zu streamen. Ich habe nur schon Hunger. Ich würde gerne eine kleine Mittagspause machen und dann nachher wiederkommen.
Was haltet ihr davon? Ich wäre dabei. Ich finde das halt angenehm, nachdem es nicht so heiß ist. Ich finde es gerade richtig angenehm. Na, mein kleiner Dicker. Körper ist soweit gar nicht schlecht vorbereitet. Sag mal noch was. Oh ja, da innen gehört noch. Da innen gehört noch was. Sonst schaust du da ein bisschen sehr breitbeinig aus. Das ist ja nicht jugendfrei, mein Schätzchen. Na gut, dann mache ich das doch gerade, ne? Mache ich das noch fertig? Dann mache ich mir ein schnelles Mittagessen und dann bin ich wieder da. Also nicht schrecken. Nicht schrecken, wenn ich kurz den Stream dann beende. Ich komme wieder. So, also ich lege hier innen das an, filze oben fest, filze da unten wieder fest und ziehe es jetzt nochmal hier innen entlang. Dann hat er da auch die größere Sitzfläche. Ist sicher bequemer. Innen noch ein bisschen fester. Und hier auch nochmal. Oder so. So. Ansetzen in der Mitte hier. Innen runterziehen bis zum Oberschenkel. Glaube ich doch das falsche Stück. So. Der kleine Dicke. Okay, doch, dann würde ich mal sagen, das ist hier jetzt eine gute Stelle, dass wir hier mal Pause machen. Körper hat er, Muckis hat er. Und nach dem Mittagessen komme ich wieder. Verständigung kriegt es dann eh. Alle, die gefollowert haben bis jetzt. Und dann machen wir weiter. Dann werden wir Haut anlegen an den Stellen, wo es notwendig ist. Wir werden die Füße noch ausarbeiten. Wir werden ihm ein Hemd verpassen, werden ihm die Hose vielleicht verpassen schon. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Lassen wir das jetzt mal offen.
Sag nur eins, ich komme wieder. So. Dann schon mal danke für den schönen Vormittag. Hoffe, wir sehen uns am Nachmittag dann gleich wieder. Danke fürs Quasseln mit mir. Mag ich immer sehr. Und ich mache mir jetzt schnell was zu essen. Ich sag mal, viel Spaß an allen, die sich jetzt auch was machen, die schon am Kochen sind. Mahlzeit an alle, die vielleicht schon am Essen sind. Mahlzeit dann später an die, die nachher später essen. Und bis nachher. So. Tschüssi. Tschüss. Ich kann schon nicht mehr reden. Ich brauche unbedingt die Pause. Also, tschüssi, bis später. Babaji.